Ihr könnt eure Finger so aufwärmen oder ihr macht es besser richtig. Was ich euch gerade gezeigt habe, war eine chromatische Fingerübung und wie diese genau geht, zeige ich euch jetzt im Detail. Ihr versucht, erstmal alle vier Finger immer so nah wie möglich an das Bundstäbchen zu legen, wenn ihr den Ton spielt, damit ihr gleich noch eine Stretch-Übung mitmacht. Wichtig ist dabei, dass ihr versucht, alle Finger mal liegen zu lassen, wenn ihr den kleinen Finger spielt. Also, das sieht dann so aus. Ja, also nicht hier loslassen, damit ihr in diese Haltung geht, sondern versucht, die ersten vier Töne so zu spielen. Achtet dabei auch darauf, dass ihr das Alternate Picking benutzt, heißt immer Ab- und Aufschlag. Dann versuchen wir, immer wieder einen Bund vorzurutschen mit dem kleinen Finger, spielen das dann rückwärts und dann wieder mit dem Zeigefinger vor. Ich mache es euch vor. Hier endet ihr. Das ist im 16. Bund auf der hohen E-Seite. Ab hier spielen wir das Ganze jetzt rückwärts. Das sieht so aus. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann landet ihr auch wieder im ersten Bund auf der E-Seite. Versucht es nicht so schnell zu spielen, sondern lieber langsam und achtet darauf, dass ihr synchron seid und es sauber gespielt ist. Das ist viel wichtiger, weil dann könnt ihr viel schneller werden später. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Ansonsten sehen wir uns zur nächsten Lesson. Viel Spaß!